Gut, dann geht's hier lang. Oh, schaut mal, da hat sich eine Riesenkrabbe breit gemacht. Ah, bekämpfen wir die doch. Ja. Schön. Ihr wisst, wir müssen ja auch noch Geld sammeln. Dann mal los. Amazone voraus. Zum Angriff. Aufgepasst. Das bin ich. Und gibt einen Blitz. Ich nehme die Sache in die Hand. Tam tadam, tam tadam, tam tadam. Folgt mir. Komm schon. So gut, die ist bei 21. Oh, und er hat zwei Wunden. Das ist unschön. Hat doch hier mal wieder einen Balsam. Na klar. Aber wir haben sie gleich. Wir haben sie gleich. Amazone voraus. Kann der Balsam hier auch die Wunden irgendwie heilen? Ich glaube nicht, ne? Misslungen. Ne, der Balsam kann da nichts heilen, leider. Okay. Ich mach das schon. Ja, diese Graben sind echt krass, was Wunden angeht. Misslungen. Eieiei. Gut, dass wir hier im Sumpf nicht mehr so viel zu tun haben. Gut, das hat geklappt. Dann schaust du dir jetzt die Krabbe mal an. In Ordnung. Gut, haben wir schon genug Geld? Ich glaube nicht, aber da wir so ein paar Riesengrabenscheren haben, können wir jetzt eigentlich ins Dorf, wenn wir eh schon hier sind. Können wir ins Dorf? Das müsste hier links sein. Dann mal los. Folgt ihr mir? Ich hoffe, man sieht auf YouTube überhaupt, was wir hier machen. Aber ich denke schon. Ja. Gut, wir marschieren jetzt ins Dorf, verkaufen diese Sachen. Schön. Sollen wir uns auch ein bisschen ausruhen? Nee, machen wir jetzt nicht. Wir haben jetzt wirklich, wir wollen jetzt diese Kluft auch endlich mal befreien, aber vorher verkaufen wir das Zeug, um genug Geld zu haben. Folgt ihr mir? Um diesen Fluch aufzulösen. Natürlich könnten wir auch kämpfen, ne? Wir könnten auch kämpfen, aber ich finde das irgendwie gerecht, dass er einen Teil seiner Beute bekommt, wenn er dafür schon gestorben ist. Schön hinter mir bleiben. Dann mal los. So, da müsste der doch sein, oder? Schön hinter mir bleiben. Dann mal los. Ja. Und dann haben wir Moorbrück abgeschlossen, wenn wir diese Krüfte befreit haben. Gehe ich davon aus. Also dann bleibt nichts mehr. So, wir verkaufen die Beile hier. Genau. Und dann hast du noch Zeugs. Die Froschschenkel. Die Scheren. Und das war's. Ne, die Giftzähne können wir auch noch verkaufen. 29 Stück. Nicht schlecht. Damit haben wir 27 Dukaten. Das müsste reichen. Das müsste reichen. Sehr gut. Sehr gut. Also ich weiß nicht mehr, ob es vielleicht waren es doch 24. Schön hinter mir. Bin mir unsicher. Aber es war irgendwas mit 20 auf jeden Fall. Ich hoffe jetzt nicht, dass es 28 waren. Aber ich glaube nicht. Ja. Schön hinter mir bleiben. Gut, die Grüfte haben wir ja wunderbar hier in unserer Minimap. Also sollten wir da auch keine übersehen. Folgt ihr mir? Das ist ganz gut gemacht. Schön hinter mir bleiben. Schön hinter mir bleiben. Das wird auch wunderbar. Folgt ihr mir? Dann mal los. Es geht los. Unsere Queste finden. Keine anderen fiesen. Fiesen Kreaturen. So, dann hier links. Den drei Tannen. Die drei Tannen kennen wir inzwischen sehr gut. Da sind wir schon so oft vorbeigelaufen und ich kann mir vorstellen, dass hier noch die eine oder andere Krabbe auf uns wartet, aber schauen wir mal. Schauen wir mal. Gehen wir erstmal links. Dann mal los. Man taucht keinen Gegner auf der Karte auf. So, das ist die erste Gruft. Das ist, glaube ich, nicht die Gruft. Das ist die da hinten, wo der Fluch ist. Da dürfte eigentlich nichts sein, aber es kann trotzdem, dass es in den Kampf auftaucht. Schauen wir mal. Nein, kein Kampf. Ja, dann mal los. Oh, da steht. Ach, da stehen die. Da stehen die. Stimmt. Genau. Diese Diebe stehen, ne? Es geht los. So, gerade die Grabräuber. Ja. Ja. Darf ich mal raten, dieser Gruftforscher? Ich muss leider weiter. Wir haben da schon geredet.
Genau, wir kommen uns alle nicht in die Quere. Naja, ist ja gut. Irgendwie haben wir mit denen, glaube ich, irgendwas ausgemacht. Ich weiß es nicht mehr genau. Wenn ihr es noch wisst, schreibt es mal in die Kommentare, was wir damals mit denen besprochen haben. Ich weiß es nicht mehr. Jetzt geht es erstmal dahinter. Speichern wir zwischendrin mal wieder. Falls irgendwas schief läuft, kann ja mal abstürzen oder so das Spiel, auf was wir nicht hoffen wollen. Aber es ist relativ alt und das passiert bei alten Spielen ab und zu. So, da ist er. Sollen wir zuerst mal das hier weihen? Das, ich glaube, ich weihe das bitte zuerst mal. So, mein Freund. Dann kriegst du dein Geld. Aliko. Es ist doch alles gesagt, oder bin ich da einem Irrtum erlegen? Bei Fex, ihr seid geschwätzig. Was denn noch? Hier ist die gefolterte Summe. 27 Dukaten. Eine runde, krumme Zahl. Oh, endlich. Mit dem Gold werde ich mir meine Zeit im Borrensreich versüßen. Leb wohl, oh liebste Talia. Ja, jetzt können wir das Geld doch holen, oder? Weil eigentlich braucht das ja jetzt nicht mehr. Kette. Sie hat sich in Wohlgefallen aufgelassen. Sehr schön. Ich danke euch vielmals. Ihr habt mir das Leben gerettet. Dafür werde ich euch ewig dankbar sein. Ich werde Specksteins Habe holen und euch im Gasthaus übergeben. Bitte trefft mich dort. Moment, und wenn euch, wenn auch sie verschwunden ist, wer garantiert mir, dass ihr euch nicht einfach wieder aus dem Staub macht? Eure Sorge ist unbegründet, ich werde euch nicht hintergehen. Als Anzahlung nehmt doch bitte die verbliebene Ausrüstung meines ehemaligen Kompagnons. Es ist nicht viel, aber Alricos ganzer Stolz war sein Rapier. Allein das schon ist ein Vermögen wert. Alricos Rapier an mich nehmen, wo es doch sein liebster Besitz war, würdet ihr das nicht für ungehörig halten? Hahaha, ungehörig? Er hat es ja selber stibitzt. Sein Stolz gebührte wohl eher dem Gelinge dieses Streichs, denn der Klinge selbst. Wer weiß, vielleicht findet ihr ja ihren rechtmäßigen Besitzer. Wenn euch dann noch so viel daran liegt, könnt ihr sie ihm ja zurückgeben. Ich hole nun Speckstein habe, wir sehen uns nachher im Wirtshaus. Ja, da ist natürlich was Wahres dran. Ja. Ist das hier seine Seele, die hier glitzert, oder was ist das? Gucken wir doch mal. Vorgrim, du holst dir mal die Sachen. Verfahrenrapier. Das ist doch ganz cool eigentlich. Kann jemand hier mit Rapieren umgehen? Treiben die offenen Schulden ein und gleich steht eine neue Schuld offen. Talia hat mir nicht nur die Specksteinbeute zu übergeben, sondern auch einen ordentlichen Haufen Dukaten, den sie mir schuldet. Ich soll sie im Gasthaus wieder treffen. Da kann man gespannt sein, ob sie ihre Schuld auch bei mir begleicht. Ja, richtig. Und dann haben wir zwei Grüfte haben wir und wir haben noch eins, zwei, oh Gott, wie viel sind das denn? Zwei, fünf Stück haben wir noch zu tun. Was ich jetzt aber erstmal machen wollte, ich wollte das hier weitergeben an sie. Weil sie hat als Kampftalent Säbel. Aber das ist nicht Fechtwaffen, ne? Sie hat Fechtwaffen. Okay. Das bedeutet, dieser Rapier hier ist eine Fechtwache-Waffe wahrscheinlich, ne? Fechtwaffe. 25% Chance auf eine Wunde, das ist echt ziemlich gut. Wie auch immer Erico Verfahrer an diese Klinge gekommen sein mag, sie ist eines der am besten ausbalancierten Rapiere des Horusreichs und darüber hinaus eine Augenweide. 1W plus 5, das ist schon ziemlich gut. Und dann 1 und 0, ja? Ich glaube, Krea, du nimmst das mal und dann schauen wir mal, wem wir das geben. Sie können es nehmen, aber für sie, ich meine, sie hat ihr Florett, sie soll ruhig ihr Florett behalten. Gut, dann heraus, hinaus, ins nächste, in die nächste Gruft. Das haben wir doch gut zu Ende gebracht. Sehr schön. Wo ist die nächste Gruft? Die ist hier. Okay. Es geht los. Bin gespannt, ob hier noch Gegner auf uns warten. Es geht los. Dann mal los. Dieses schleimige Geräusch, wenn wir hier lang marschieren, ist auch gut. Ja. Da sind wieder Harpien aufgetaucht, was nicht alles gibt. Wir müssen da hinten lang am Berg. Stimmt, da waren wir auch schon mal. Und eins davon war zugesperrt, glaube ich, oder vielleicht sogar beide. Oh, was ist denn da? Die Harpien verfolgen uns. Ich glaube, die verfolgen uns, tatsächlich. Ja, die verfolgen uns. Krass. Ja. Was nicht alles gibt, das werden wir hier noch vom Harpien angegriffen. Lass das mal vor Grimm machen. Alles klar. Na, sagenhaft. Aber wir haben natürlich keine Angst. Ist ja ganz klar. Jetzt sind sie wieder weg. Entschuldigung, aber... Hallo? Hallo? Ist da jemand?
Ja, das kam jetzt dann doch ein bisschen unerwartet. Aber gut, wenn ihr meint. Es geht los. Wenn ihr meint, da hinten ist noch eine Riesengrabe, okay. Ah, jetzt werden wir wieder angegriffen. Von oben. Ja, ich glaube, die kommen da von oben. Aber sie kommen wohl doch nicht. Nee, die kommen von darüber. Von da hinten. Da hinten kommen sie angeschossen. So, kämpft ihr jetzt wenigstens mit uns? Oder verschwindet ihr auch? Die kämpfen, glaube ich. Die kämpfen, glaube ich, wenigstens mit uns, oder? Ja, die kämpfen. Die kämpfen. Gut. Oh, schon eine Wunde einkassiert. Das ist nicht gut. Folgt mir. Das ist auch eine Wunde. Sie hat auch schon eine Wunde, aber die eine haben wir, glaube ich, fast erledigt. Jetzt haben wir sie erledigt. 3 Erfahrungen immerhin. Und du kannst nochmal ein Ignifaxus machen. Ja, die brennen so schön hier, die Harpien. Oh, schon viele Wunden schon wieder. Das gibt's doch gar nicht. 4 Wunden schon, vor Grimm ist jetzt dem Tode nahe. Also diese Harpien sind echt heftig. Komm, mach dann mal fertig hier. Bevor die nächste am Boden liegt. Krasse Geschichte hier. Krass. Die haben wir erledigt und die haben wir auch erledigt. Immerhin. Gut, dann heil dich mal kurz selber und danach heilst du deine Kollegen. Hey. Misslungen auch noch. So schwere Wunde. Eigentlich nicht, ne? Eigentlich geht's. Vorkommt jetzt gar nicht gut, vor allem steht da ein Kletis drin. So, und dann noch die Kletis, bitte. Da drin erwartet uns wahrscheinlich wieder ein Kampf. Kannst du das mal aufmachen? Schloss öffnen, Misslungen. Ich habe, glaube ich, außerdem nicht auf die Haarnadel gedrückt. Deswegen war das erschwert um 5 und auch noch ein Malus minus 10. Ja, das ist kein Wunder, dass das misslungen ist. Jetzt probieren wir es nochmal mit der Haarnadel. Und. Ja, immer noch misslungen. Dann wird 7 plus 1 erschwert um 5. Ja, das könnte schon funktionieren, aber sie braucht halt viel Fingerfertigkeit. Sie braucht dafür viel Fingerfertigkeit. Und was macht die Krabbe? Die steht da einfach. Okay, die macht nichts. Ach, wieder misslungen. Oh, eine 20 gewürfelt. Ja, sonst hätten wir es geschafft. Wenn man keine 20 gewürfelt, hätten wir es geschafft. Schade. Wieder misslungen, weil wir eine 18 gewürfelt haben. Ach, komm. Fingerfertigkeit. Ich schreibe mal Fingerfertigkeit auf. Beziehungsweise Schlösser. Schlösser, wenn wir mehr Talentwert haben, ist es auch gut. Jetzt kaum noch auf. Wir müssen nämlich bald die Folge hier auch beenden. Jetzt ist das Schloss geöffnet. Okay. Dann mal auf. Und dann gehen wir rein. Und dann werden wahrscheinlich wieder Skelette auf uns warten. Schätze ich. Oder Zombies. Oder gar nichts. Doch, es wartet was auf uns. Wir sehen es aber nicht. Da, Skelette. Ganz schön viele sogar. Okay. Dann gleich mal einen Wuchtschlag hier bitte. Lass das mal vor Grimm machen. Gute Entscheidung. Alles klar. Du kannst einen Blitz machen auf ihn. Und du kannst einen. Ich weiß nicht, von mir nicht, das liegt nicht Faxus. Das ist dann eigentlich besser. Ich schau mal ganz kurz hier in unseren Zauber rein. Fulminictus 2W6 plus ZFP SP. Und kostet SP in ASP. Okay, mindestens 5. Und der Ignifaxius, der bringt 1W6 SP. Und kostet 8 plus Modifikator mal 2. Gegner fängt 1 Sekunde für ZFP Feuer, der Rüstungsschutz und so weiter. Ja, es ist schwierig zu sagen, was besser ist. Ich mache trotzdem mit den Ignifaxius. Jetzt ist er
verschwendet. Der Ignifaxus war ja schon fast tot. Dann machen wir den auf den. Ich nehme die Sache in die Hand. Ihr greift den hier an. Ich habe nicht gespeichert, leider. Das ist ein bisschen das Problem. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir hier ein Problem kriegen. Das bin ich. Glättest du, rennst mal wieder. Du machst einen Wuchtschlag auf... Ah, der ist schon tot. Dann machen wir einen Wuchtschlag auf den hier. Und du machst noch einen Wuchtschlag auf den hier. Und du machst nochmal einen Ignifaxus auf den hier. Und Glättes rennt. Auf geht's. Unterwegs. Ja. Für Ardo. Gladys rennt, wie sie rennt. Auf geht's. Ist das nicht ein Film? Lola rennt. Kennt ihr den noch, den Film? Lola rennt. So, wie schaut die Lage aus? Da ist ein verletztes Skelett. Okay, das bedeutet, wir gehen alle auf das verletzte Skelett. Ich nehme die Sache in die Hand. Zum Angriff. Und du machst auch nochmal, ach, weiß ich nicht, keine Ahnung, Balsam auf Vorkrim. Oder doch lieber ein Angriffszauber. Lieber ein Angriffszauber auf das Skelett hier, glaube ich. Folgt mir. Soll ich schlagen? Greif mal hier an. Haben wir den schon erledigt? Ne, haben wir noch nicht erledigt. Alle mal hergehört. Meint ihr? Du rennst bitte hier hinter. Du machst einfach nochmal einen Ignifaxus auf ihn. Das bin ich. Okay, das hält leider nicht mehr lang durch. Das tut mir auch schrecklich leid, aber die ist halt einfach nichts zum Kämpfen gemacht. Ne? Die ist einfach nichts fürs Kämpfen gemacht. So, da haben wir noch ein Skelett. Also das ist schon ein bisschen heftiger. Dieser Kampf hier ist ziemlich heftig und ich habe leider nicht gespeichert. Unglücklich, muss man da einfach sagen. Den haben wir auch erledigt. Aber es werden jetzt weniger Feinde. Wenn es weniger Feinde wird... Oh, sie ist tot. Ja. Wenn es weniger Feinde werden, dann ist es automatisch wahrscheinlicher, dass wir es schaffen. Ich habe jetzt 4 Feinde hier. Sollen wir rübergehen? Ist auch darüber. Konzentrieren uns alle auf einen Gegner, den möglichst schnell hinzubekommen. So. Also alle auf, den der schon verwundet ist. Oder bis er verwundet nicht verletzt ist. Das ist der hier. Ja, es kann gut sein, dass wir das jetzt nicht schaffen. Weil die beiden sind auch schon sehr stark. Seht ihr, ne? Ihr seht es selbst. Das könnte knapp werden. Ohne Licht auch noch. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das auch Malus bringt, dass es dunkel ist. Für die Skelette nicht, also Untote, zumindest nach den originalen DSA-Regeln, haben kein Problem, wenn es dunkel ist. So, Mist, Krea ist tot. Krea ist tot, das ist sehr schlecht. Wir haben immer noch so viele Feinde, 6 Stück, das werden wir nicht schaffen. Das werden wir nicht schaffen. Ich weiß nicht, wo ich gespeichert habe, Leute. Aber ich werde es dann so machen. Ja, wir probieren es einfach nochmal. Sie ist ja auch noch vergiftet zusätzlich. Das ist das Ärgerliche. So, sie ist auch tot. Vorkommen ist alleine. Und er ist umzingelt. Und das ist auch tot. Mist. Mist, Mist, Mist. Gut, das heißt, die Folge endet ein paar Minuten früher als normalerweise. Aber es ist ja auch nicht so schlimm. Wir machen jetzt eine Aufnahmepause, das war mal wieder eine Vision von Krea und ich werde so weit spielen, falls wir kein Safe-Game irgendwo in der Nähe haben, werde ich so weit spielen, dass wir vor dieser Gruft stehen, damit wir das nicht nochmal machen müssen zusammen. Ja, also wir werden vor dieser Gruft hier beginnen und alles andere habt ihr ja gesehen, was passiert ist. Wunderbar. Also, wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ihr wisst, ihr helft uns damit. Wir sehen uns. Valete sagt euch euer Professor Fantasy. Macht's gut.